Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Warno in der Airborne Assault-Kampagne. Beim letzten Mal haben wir uns wieder ein bisschen aufgerappelt, nachdem die vorletzte und vorvorletzte Folge doch schon ziemlicher Bullshit-Mist war. Und jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht erstmal die Hubschrauber rauskriegen. Mit den Leos, den Versorger sage ich schon, mit den Reserveeinheiten, aber die haben keine Flugabwehr. Die Reserve und die Pioniere haben tatsächlich keine Flugabwehr. Dann machen wir das mit denen. Also zack. Und zack, totaler Sieg. Das berechnen wir automatisch. Die sind eh desorganisiert. Genau, perfekt. So, die Reservetruppen stellen wir dahin. Die Panzerkanadiere dahin. Die Pioniere dahin. Die Artillerie kann ein Stück nach vorne gehen. Okay, hier haben wir Scouts, hier haben wir Artillerie stehen. So, jetzt ist die Frage, wie geht's hier weiter? Ne? Also wir haben die Leos, die sind jetzt bei 4 von 6 Ermüdungen. Wir haben die Hubschrauber. Die Frage ist, ob wir erstmal versuchen, seine Flugabwehr zu sättigen, indem wir hier mal versuchen anzugreifen. Guckt mal. Angriff vorbereiten. Wir nehmen die Hubschrauber rein. Wir nehmen die Leos rein. Wir nehmen die Panzergrenadiere mit rein, weil die nämlich noch Mörser haben. Die anderen Panzergrenadiere haben auch nochmal Leos. Wir nehmen die Artillerie mit rein. Und jetzt nehmen wir mal hier Seeds mit. Die haben nämlich auch noch Cluster dabei. Das ist gar nicht so schlecht. Das sind die Tornados. Die kommen von hier. Und dann sagen wir mal 16 zu 9, angeblich ein Unentschieden. Taktische Schlacht, ja, genau, wir werden abgefangen. Sollte aber dank Sieg, ja genau, fehlgeschlagen. Wir verlieren ein Flugzeug, er verliert zwei Infanteristen. So wie ich das gesehen habe, bringt er selbst auch nochmal Flugzeuge mit rein. Da müssen wir mal schauen. Das ist unsere allzeit beliebte Karte. Die Karte kommt so inflationär oft. So 120, das heißt, es ist hier Sicherheitsbataillon plus einmal Flugzeuge. Und was wir jetzt versuchen müssen, ist primär erstmal seine T-80er abzuschießen. Wenn wir das geschafft haben, dann haben wir, glaube ich, keine großen Probleme mehr. So. Aufklärer bei den Hubschraubern. Ach, die kommen sogar mit Hubschraubern. Krass. Hat jemand ein Taxi bestellt? Ja, flieg mal dahin. Unsere Panzergrenadiere mit Milans. Löwe hört. Gehen dahin. Pfarrer, dort müssen wir hin. Jäger. Wir sind bereit, die Kampfweise zu wechseln. Dahin. Die Jäger haben witzigerweise den Offizier in ihrem Zug schon verloren. Dann nehmen wir mal ihn mit. Oder wir nehmen, der kostet 1. Wir nehmen den Panzergrenadier-Offizier mit. Was sind Ihre Befehle? So. Da rein. Versorgung kann eingeleitet zusammen werden. Mit Versorgern. Okay. Flugabwehr nehmen wir auch mit. Ich höre, Herr Hauptmann. Okay, und wir nehmen Fliegerfäuste mit, auch wenn sie scheiße sind. So. An dieser Koordinate absitzen. Gut, dann nehmen wir Jäger. Der Kommandant begrüßt Sie an Bord. Dahin. An dieser Koordinate absitzen. Ich hätte gerne einen Scout. Neue Befehle, Kommandant. Dahin.
Ich hätte gerne zweimal Milan. Der Kommandant begrüßt Sie an Bord. Dahin. Und zweimal Versorger. Versorgung kann eingeleitet werden. Dahin. So, okay. Jetzt brauchen wir... Scouts hier in der Mitte. Einer kann mal dahin gehen. Der andere geht dahin. Wollen Sie mitfahren? Fliegerfaust. Der Gepard geht dahin. Die Fliegerfäuste gehen dahin. Und hier auch nochmal Fliegerfäuste. So. Jaguar zwei Stück. Jaguar an alle. Funküberprüfung kommt. Da rein. Zusammen mit einer Milan, die mal dahin geht. Wir nehmen eine Artilleriebatterie mit. Ihre Befehle, Herr Hauptmann. Das wird Team 0. Jetzt haben wir noch 21 Punkte. Heeresflieger. Die kosten natürlich ein Stück was. Brauchen Sie Luftkavallerie? So. Kandarwana aktiv. Gut. Wir brauchen noch einen Offizier. Führen Sie uns, folgen Sie uns. Der geht dahin. So, Versorger-Trucks. Wir bewegen alles. Logistikkommando steht zu Ihrer Verfügung. Sie wünschen, Hauptmann? Er geht mal mit dahin. Sie brauchen einen Versorgungspunkt. Und er geht mal nochmal mit dahin. Okay. Wir speichern das Ganze. Und dann machen wir mal. Gehen wir mal hier los. Bin gespannt. Wird spannend. Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. Wen sollen wir mitnehmen? Pfarrer? Dort müssen wir hin. So, der geht auf nicht schießen. Oh, hallo. Was haben wir denn hier schon Schönes? Wir erwarten Ihre Befehle. Scouts werden wir gleich mal Hallo sagen mit der Artillerie. Feuerschlag unterwegs. Da kommen die ersten T-80er. Wir greifen an. Achtung! Feindliche Bewegung! So, ausladen. Raus, raus, raus! Sind schwer bewaffnet und bereit für etwas Panzerschrott. Ihr Baron, Angriff erfolgreich. Ende. Ja, da ist schon der erste T-80. So, er hier verkaufen. Er geht mit nach vorne. Wir haben Feindkontakt. Haben Sie neue Zielkoordinaten? Löwe hört. Motoren auf volle Leistung. Gucken wir doch mal. So. Zweiter Zug einsatzbereit. Feuer und Bewegung. Bereite Feuer. Der kann da direkt mal landen. Erwarten Befehle. Fünfte Kompanie bereit. Auftretenden Feind selbstständig bekämpfen. So. T-80 hat anscheinend keine Lust. Feuerunterstützung bereit. Sprenggranaten geladen, feuerbereit. So, Artillerie schießt da wieder auf das Ziel. Neue Befehle. Wir dort, Feind dort.
Beeilung! Marsch, Marsch! Löwe hört. Hier müssen wir mal ein bisschen aufräumen. Wir erwarten Ihre Befehle! So, die Milans gehen mal nach vorne. Der Scout geht mal nach vorne. Und wir holen mal Seeds Cluster. So, Artillerie muss ich natürlich bewegen. Artilleristen und Ziele. Wir sind ganz Ohr. Mal gucken, ob wir mit den Scouts was aufkriegen. Er führt jetzt mit plus 3. Feind gesichtet. Dieser Heckrotor muss überprüft werden. Ach, guck mal. Wir haben ihn da getroffen. Alle Waffen bereit. Feuer! Zweiter Zug einsatzbereit. Ihr Baron. Nice. Angriff erfolgreich. Ende. Any target? Wir haben Feindkontakt. Wir batzen da mal rein mit den zwei Tornados. Wir unterstützen aus der Luft. Angriffsserie erfolgreich. Alles vernichtet. Sehr gut. So. Der geht mit nach vorne. Und noch eine. Sehr schön. Fliegen knapp über dem Bauchwindfeld. Wir werfen dort die Cluster. Nice! Und zerstören ihm da einen T-80. Dieser Heckrotor muss überprüft werden. Der ist hinüber. Gut, da geht hoffentlich die Flugabwehr raus. Fliegen knapp über dem Baumwindfeld. Wir greifen an. No. Wir haben Feindkontakt. Sie wünschen, Hauptmann? Solange er seine Flugzeuge nicht einsetzt, ist das alles gut für uns. Angriff nice. Erfolgreich. Alles vernichtet. Ende. Und dann holen wir mal ein paar Panzer hier ran. Wir haben Feindkontakt. Was ist das? Ein T-80, hallo. Zug einsatzbereit. Haben wir noch Hubschrauber? Müssten wir eigentlich, ne? Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Und noch einen. Da ist ein Offizier. Nice, der hat ihn noch getroffen. Ein guter Aufklärer ist einer. Oh, die wurden angegriffen. Der Offizier geht nicht raus. Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz-Eckart. Ja, sind in Bewegung. Melde Zug zur Stelle. Ah, da kommt er da mit T8. Nicht gut. Radarwarner aktiv. Der ist hier. Nice. Sie wünschen, Hauptmann? Nice, sehr gut. Auf geht's. Stellung halten. Gut, dann nutzen wir die Gelegenheit, nochmal den Kampfhubschrauber davor zu holen, den Scout. Feind gesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Gut. Angriffsserie erfolgreich. Alles vernichtet. Ende. Die Milans gehen mal davor. War das nur eine? Wo ist denn die zweite? Jagdpanzer bereit. Feind aufgeklärt. Erwarten. Okay, was haben wir dort? Sind schwer bewaffnet und bereit für etwas Panzerschrott. Wird ausgeführt. Ende. Ihr Baron. Nice. Angriff erfolgreich. Ende. Der BTR wird angegriffen. Überprüft Waffen und Munition. Beeilung. Marsch, Marsch. Und das sind nur solche Hilfstruppen, ne? Da haben sie nicht groß eine Chance. Wird ausgeführt. Nice. Ich führe von vorn. Sehr gut. Wir warten hier.
Der Scout geht mit nach vorne. Da ist noch ein T-80. Hier, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir da den Offizier finden. In dem Gebiet da auch, weil ansonsten haben wir halt ein Problem mit den Punkten. So, Artillerie. Sehr gut. Okay. Der hängt da höchstwahrscheinlich irgendwo in dem Wald. Dafür holen wir uns mal eine zweite Batterie. Sie brauchen einen Versorgungspunkt. Die wird Team 9. Hat der selbst keine Artillerie? Ich habe den Eindruck, da ist der Offizier. Nice! Neue Befehle? Verstanden. Ein Problem weniger. So, die greifen dort genau. Ohne Furcht, nach vorn! Wird ausgeführt. Ende. So, kommt schon. Was sind Ihre Befehle? Volltreffer! Ziel zerstört! Sehr gut. Artillerie zu Diensten. Ich hätte gerne mal noch einen Aufklärer hier. Erwarten Befehle. So, der Punkt gehört uns. Damit ist es jetzt bloß noch plus 1 hoffentlich. Alle Waffen bereit. Feuer! Ja. Wir sind ganz ohr. War das der Offizier, der da stand? Okay, interessant. Wo wir sind, wird gestorben. Jawohl. Transportkommando bereit. Ich glaube, er countert nicht mit Artillerie, weil er einfach keine hat. Feind im Vorfeld, bereit machen. Feuer und Bewegung. Wir können beides. Auf geht's. Sehr gut. Jetzt führen wir mit plus 1. Ziel zerstört. Feuer und Bewegung. Feuerunterstützung bereit. Overkill gibt's nicht. Na. Die Artillerie verleiht der Festung zur Bereitung von Würde. Ich glaube, er hat seine T-80er. So, die... Oh, shit. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Erschossen! Keine Munition mehr! Okay. Die kriegen hier frische... frische Nebeltöpfe. So, mal gucken, ob er jetzt hier was aufgeklärt kriegt. Feuerunterstützung bereit. Wir unterstützen aus der Luft. So, wo bleiben denn die Leos? Die sind noch ein Stück unterwegs. Erfasst das Ziel. Und dann die Motorstrecke da. Ihre Befehle, Herr Hauptmann. Hält von Freund und Feind nicht viel. Kennt nur Flächenziel. Braucht jemand Munition? Sir. Ihr Baron, Angriff erfolgreich. Ende. Naja, gegen die Infanterie brauchen wir jetzt andere Sachen als die Hubschrauber. Weil ich... Können wir mal gucken, haben wir auch welche mit Raketen? Also mit... Nicht mit ATGMs? Nee. Das sind alles bloß ATGMs. Ohne Furcht, nach vorn! Feind aufgeklärt!
Halt. Gut. Wo brauchen Sie uns? Wir erwarten Ihre Befehle. Na, was kommt da hinten noch? Sammel, Befehlsausgabe. So, die Leos sind jetzt gleich da, das ist gut. Der Scout, was findet er da? Was bist du? Oh, hier steht noch einiges im Wald. Au, oh, lass mein... Ohne Furcht, nach vorn! Oh, das ist ein Offizier. T-80, weg mit dir. Angriffsserie erfolgreich. Alles vernichtet. Ende. Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. Ja gut, dann... Panzer einsatzbereit. Nachschub rollt. Holen wir hier mal noch ein bisschen Versorger mit dran. Schießt da jemand? Hä? War das gerade Artillerie oder was? Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. Neue Befehle? An dieser Koordinate absitzen. So. Die werden repariert. Die werden aufgefrischt. Wir sind bereit, die Kampfweise zu wechseln. Alles gut. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Alpha an alle! Punktüberprüfung! Kommen! Feind aufgeklärt. Erwarten Befehle. Sammel, Befehlsausgabe. Ja, hier kommt jetzt ein bisschen was an Infanterie. Sie brauchen einen Versorgungspunkt. Dass er mir dann den Scout-Hubschrauber wegknallt, war jetzt nicht so in der Planung. So, Artillerie müsste... Ja, schießt. Bereit für die Feuermission. Alte Vorfeld, bereit machen. Brenngranaten geladen, feuerbereit. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Konzentriert mal bitte euer Feuer auf die Einheiten. So, dann die. Sollen wir irgendwo einsickern? Achtung, Feind im Nahbereich. Jawohl. Ja, die Leos mit den 10-5ern sind natürlich jetzt nicht unbedingt die stärksten gegen Infanterie, das ist klar. Gute Arbeit, Lichtschütze. Rückwärts rauschen und zum Feind. Aber wenn er mir die dankenswerterweise so vor die Flinte schickt, ist das natürlich nett. Wir haben Feindkontakt. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Artilleristen und Ziele. Ultrasaal! Ziel zerstört! Und auch so viel hat er nicht von den Motorstrelki. Lux an alle. Funküberprüfung. Kommen! Und solange die nicht zu nah rankommen, ist das eigentlich auch in Ordnung. So, das hier wird noch ein bisschen interessant werden. Höre, Herr Hauptmann. Ara, langsam rückwärts machen! Ich sag noch, nicht zu nah ran. Ultrasaal, Ziel zerstört! Dieser Heckrotor muss überprüft werden. Gut, 58 Moralpunkte hat er noch. Sollen wir irgendwo einsickern? Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Wir könnten... Ihre Befehle, Herr Hauptmann? Was machen die da? Overkill gibt's nicht. Ihre Befehle, Herr Hauptmann? Gut, Feuer frei. Befehl, Lichtschütze, übernehmen! Gute Arbeit, Lichtschütze! Ultrasaal, Ziel zerstört! Sehr gut. Feind gesichtet. Ja, Hauptmann. Overkill gibt's nicht. Die bewegen sich immer wieder, das ist scheiße. Sollen wir irgendwo einsickern? Mal gucken, ob wir mit den Clustern... Ich weiß, die Cluster sind eigentlich gegen Fahrzeuge. Aber... Wir versuchen es einfach mal. Gute Arbeit, Lichtschütze!
Wirkung im Ziel. Nice. Samt. Feuerschlag unterwegs. Ach, hallo mein Freund. Gute Arbeit, Lichtschütze. Feind gesichtet. Auftauchen, Feuersalve und wieder weg. Gute Arbeit, Lichtschütze. Naja, da wird nicht viel passieren hier. Sammeln, Befehlsausgabe. Motor an und dann los. Kampfhubschrauber, erwarten Befehle. Eins aufgeklärt, erwarten Befehle. Gute Arbeit, Lichtschütze. Fliegen zum Zielpunkt. Volltreffer, Ziel zerstört. Na. Ruhe, herhören. Nice. Will der dann, er will versuchen, da mein Hubschrauber zu kriegen. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Nachschub rollt. Alpha an alle. Funküberprüfung. Ist schon ein bisschen lächerlich, ey. Wir können Ihre Truppen auffrischen. Nachschub ist schon unterwegs. Auf Empfang. Auftretenden Feind selbstständig bekämpfen. Nice. Alpha an alle. Funküberprüfung. Kommen. Die Artillerie verleiht der festlichen Truppe eine Verzürde. So, erstmal die Flugabwehr. Feuer selbstständig eröffnen. Gute Arbeit, Lichtschütze. Verstanden. Aufspüren und vernichten. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Wir haben noch Fliegerfäuste. Wir können ihn noch ärgern. Panzer einsatzbereit. Ich werde jetzt aber einen Scheiß tun. Und meine. Oh, hallo. Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei etwas Würde. Und meine Tornados da reinschicken. Alpha an alle! Funküberprüfung, kommen! Ja, jetzt dreht er ab mit der MiG. Ducken nicht! Wir greifen ab! Was sind Ihre Befehle? So, 43 Punkte. Marsch, aber achten Sie auf unsere Flanke. Oh, Scheiße. Höre mich klar und deutlich. Wirkung im Ziel. Ja. Panzer, halt! Volltreffer, Ziel zerstört! So. Aufführen und vernichten. Dann müssen wir mal den Artis... einen Versorgungspunkt. Neuen Versorger geben. Gute Arbeit, Lichtschütze. Lux an alle. Funküberprüfung. Kommen. Und wir schicken hier mal weitere Leos ran. Oh, hallo. Dass die so nicht sehen, das ist krass. Lux an alle. Funküberprüfung. Kommen. Bravo echt 1, 4, Bravo. Blind, die Leos. Aber ich will da auch nicht zu nah ran. Artilleristen und Ziele. Jetzt kommen sie aus den Bäumen raus. Das, die Sache ist jetzt wieder dadurch, dass er jetzt die Flugzeuge nicht wirklich konsequent einsetzt. Können wir ihn irgendwie triggern? Gute Arbeit, Lichtschütze. Ready to attack control. Wilco. Gute Arbeit, Lichtschütze. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. An dieser Koordinate absitzen. Mal gucken, ob er die MiG noch mal reinholt. Wo brauchen Sie uns? Fertig machen zum Sprung, wir greifen gleich an. Feind gesichtet. Panzer einsatzbereit. Winchester, sammelt. Hat er geworfen? Ja, okay. Bullseye. Ein guter Aufklärer ist einer, den man nicht sieht.
So. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Feind gesichtet. Los, Männer, Beilung. Gute Arbeit. Die Versorger bringen wieder keine Punkte. Ja, na gut, müssen wir jetzt das Beste draus machen. Wir sind ganz Ohr. Die schießen! Wir geben auf! Was wir natürlich machen können, ist, damit wir hier nicht in irgendwelche... Wir nehmen den Punkt mal ein, damit wir im Zweifelsfall das über die Punkte gewinnen können und hier nicht irgendwie in den Unentschieden reinlaufen oder so eine Scheiße. Weil da habe ich jetzt wieder keine Lust drauf, verständlicherweise. Okay, da kommt doch wieder ein Flugzeug. Halte Ausschau nach Ziele. Verlieren wir jetzt einen Leo, weil ich gierig war? Ja. Da steht irgendwo eine ATGM in irgendeinem Waldstück wieder. Na? Wir werden aber nicht mehr einfach mal jemanden rauskriegen hier. Aber achten Sie auf unsere Flanke. Nee, sieht nicht danach aus. Er dreht ab. Vollgas voraus. Okay. Gute Arbeit, Richtschütze. Da ist sie doch. Die einzelne ATGM. Bereit für die Feuermission. Hält von Freund und Feind nicht viel. Kennt nur Flächenziel. Sammel, Befehlsausgabe. So, mal gucken, ob da die Artillerie was machen kann. Panzer einsatzbereit. Alpha an alle. Punktüberprüfung, komme. Na, sie... Läuft. No. Yes. Geschütz halt. So. Jetzt sind wir bei plus 4. Und wie gesagt, viel mehr wird jetzt hier nicht nochmal dazukommen. Was wir mal machen ist. Feuer und Bewegung. Sie wünschen mal zu denen. Ende. Sehr schön. Aber achten Sie auf unsere Flanke. Oculus Exercitus. Volltreffer! Ziel zerstört! So, haben die wirklich keine Munition mehr? Doch. Wow. Wie kann der die denn da auf einmal nicht mehr sehen? Gute Arbeit, Richard. Was sind Ihre Befehle? Oh, Scheiße. Gute Arbeit, Richard. Was sind Ihre Befehle? Lauft! Infanterie bereit. Feind gesichtet. Oh, verlieren wir jetzt noch einen Scout dort. Oder, Kommandant? So, plus 7, 5 Minuten. Naja, gut, der Scout geht jetzt raus. Ne. Eieieiei. Alpha an alle. Punktüberprüfung. Oh, lol. Gut. Los, die warten schon auf uns. Brauchen hier mal noch Versorger. Der ist ja auch schon leer. Treibstoff, Ersatzteile, Munition. Ah, okay, der Tornado kann sich ewecken. Gute Arbeit,
So. Der geht weiter. 6 Punkte noch. Schaffen wir es tatsächlich doch noch über die regulären. Es gibt nur 2 Arten von Menschen: Artilleristen und Ziele. Ja, das könnten wir sogar noch schaffen, ja. Na los. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Oh, die treffen wieder nicht. Alpha an alle. Punktüberprüfung, kommen. 5 Punkte sind es immer noch. Es sind noch 3 Minuten. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Ihre Befehle, Herr Hauptmann. So. Gute Arbeit, Lichtschütze. Er ist leer. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Der ist wieder fit und da haben wir alle rausgenommen. Sehr schön. Ich hoffe, das hat jetzt gereicht, dass wir, dadurch, dass es ja im Grunde alles aus dem einen Bataillon waren, die 120 Moralpunkte, dass wir... Ne, okay. Wir haben es noch nicht vernichtet. Aber er hat auf jeden Fall keine T-80er mehr. Seine Motorstreiki sind stark dezimiert. Und Flugabwehr hat er auch keine mehr. Okay. Gut, dann haben wir schon mal die Flanke hier unten ein bisschen bewegt. Jetzt will ich aber tatsächlich mal gucken, ob hier noch irgendwo was steht. Nee. Bewegen uns da mal ein Stück weiter nach vorne. Wo das höchstwahrscheinlich nicht mehr so relevant sein dürfte. Gut. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir dann gucken, wie es bei Kassel weitergeht. Das habe ich jetzt so ein bisschen vor mir hergeschoben. Aber das bekommen wir auf jeden Fall auch hin. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt, geben Onfen, Kulle, Kürtano, Karbein, Heimdall, Rico, Roblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.